dieser Mann ist einfach der, er tritt jetzt auf mit seinem Programm Halleluja Wohlheide. Ich finde, es könnte einfach heißen Halleluja Halbgott. Er ist der eloquenteste, charmanteste, bestaussehendste, witzigste. Das hast du doch schon gesagt. Ja, aber zu dir habe ich gesagt, damit ich dich aufbaue, weil ich dir vorhin will, jetzt sage ich die Wahrheit. Wer braucht das? Er ist einfach der rasend lustigste Mensch auf der Welt. Er sieht eben dabei noch gut aus. Er ist charmant. Er ist hinreißend. Er ist, lasst mich los. Ich bin, Halleluja, es ist Reinhard Grebe. Sing Halleluja. Ja, es ist einfach nur Reinhard Grebe. Meine Güte. Sing Halleluja. Na, wir waren weg jetzt, ne? Also nicht nur wir zwei, wir waren mit dem ganzen Orchester waren wir weg, um uns vorzubereiten. Wir waren auf der Insel Krk, das ist ja, im jugoslawischen, adriatischen, da im Bereich, im dalmatischen, kroatischen Boddenbusen gelegen, waren wir auf der Insel Krk, waren wir. Und haben da, es ist eine Rüstwoche gewesen, über die deutsche Volksmusik haben wir uns, auf Herrn Fischer vorbereitet und Seminare gehalten und Vorträge gehalten über deutsche Volksmusik. Und dann wurden wir eines Abends eingeladen, und das war geil, von jungen Krikern und Krikerinnen auch, und da war, und das, also Inselbackfische geradezu, und dann wurde ein Lagerfeuer, also was, ein Scheiterhaufen, also was Großes gibt es hier gar nicht mehr, also wurde angezündet und der Rakia, dieser 60-prozentige, dieser doppelt gebrannte, wurde, die, ging die Runde, und nach der dritten Flasche ging das plötzlich los. Und diese jungen Backfische sangen plötzlich aus einer Kehle eine alte krikische Volksweise, und ich muss es, mich reißt schon wieder hoch. Das wollen wir mal machen. Akuja Jalusta Paide Gruzinska Vino A moja tajka gruzinska lino, a koža lješće gruzinska plino, a moja majka gruzinska lino. Das heißt übersetzt, treib deine Rinder in den Wald, damit wir allein sein können. Das singen da, das singen junge Menschen. So, und das singen da unten junge Menschen, ohne sich zu schämen. Und da haben wir schon das Hauptproblem, das wäre in Deutschland undenkbar. Ich hätte auch Probleme damit, gebe ich ganz offen zu, bei uns herrscht Liederscham. Mir wäre es peinlich, ja. Und die Frage ist, das haben wir uns gefragt, woran liegt das in unserem Seminar? Liegt es wieder mal am alten Adolf und dem dunklen Jahr 12 oder vielleicht doch am süßen Gift der Ironie, das unser Land in Beschlag genommen hat? Wir wollten das herausfinden. Wir waren unterwegs, wir haben Lagerfeuer besucht jetzt in Mecklenburg-Vorpommern. Wir waren an Lagerfeuern auf dem Vogelsberg, wir waren an Lagerfeuern im Schwarzwald, wir waren an einem Lagerfeuer im Hohen Venn. Die Lagerfeuertour. Ja, die Lagerfeuertour gemacht, ja. Zack, 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 zack. Ja. Im Hohen Venn, das ist ein deutschsprachiges Hochmoor in Belgien, da waren wir auch. Und wir waren in Altenbeken, das ist ein Verkehrsknotenpunkt in Nordrhein-Westfalen, waren wir. Und das ist auch eine waldreiche Gegend. Und da haben wir uns getroffen mit jungen Menschen aus Altenbeken, der verbliebenen Dorfjugend, und haben eben gefragt, was könnt ihr eigentlich noch? Singt doch mal ein Liebeslied. Ich werde auch rigide, das muss ich wirklich sagen. Ich sage, mach doch mal was. Singt doch mal ein Liebeslied, was ihr alle gemeinsam singen könnt. Singt doch mal was, ne? So. Und dann, dann kam Folgendes warum. Midnight Lady living next door to Alice. Das ist doch traurig eigentlich, oder? Dabei, wir haben so schöne Volkslieder, die sind scheinbar verschütt gegangen. Man kennt sie nicht mehr. Sie sind weg. Wie zum Beispiel dieses hier, das ist aus dem rheinischen Bereich. Das geht so. Blond am Hang und die Schiffer fallen drauf rein. Das ist die Macht der Lorelei. Das war mal ein Gassenhauer, ein Volkslied, das war Deutschland, das war weltbekannt. Jetzt ist es nur noch regional verhaftet. Oder zum Beispiel dieses hier, das ist aus dem erzgebirgischen Bereich, das geht so. Dann lieber Annaberg Buchholz. Ich stell mich einfach da 2 Stunden an die Straße und dann weiß ich, Depressionen müssen gar nicht teuer sein. Das ist auch hier wieder eine Regionalhymne. Und das ist, ja, das muss man, das ist der Lauf der Volksmusik, leider Gottes. Ne?
Es wird immer mehr eingedampft. Zum Beispiel dieses Lied, das ist gar nicht so weit, das ist ein Volkslied aus dem Wedding, das geht so. Im Morgenland fliegt ein Teppich mit einem Eunuch. War ein Versuch. Dieses Lied ist zu Recht vergessen, weil es ist wirklich schlecht, man muss sagen. Es wird auch nicht weiterverfolgt. Das zum Beispiel, und das aus dem Schwarzwald, das haben wir ausgegraben in alten Almanachen. Ohne Huhn ein Ei, das ist Zauberei. Ohne Poppen einen Sohn, das ist Religion. So geht das, ne? Das ist Waldgebiet, das sind immer diese Waldgebiete. So. Oder das hier, das letzte, das ist aus Düsseldorf, weil das ist wirklich traurig. Es gibt manche Lieder, die sind nur noch in Städten, manchmal nur in Straßenzügen beheimatet. Das zum Beispiel aus Düsseldorf, das geht so. Es war G-Dur, richtig, ne? 40-jährige Frauen, 40-jährige Frauen, 40-jährige Frauen. Ein Blick in den Spiegel ist ja immer auch eine soziale Frage. Das singen Leute heimlich mittlerweile unter der Dusche, unterm Kopfkissen. Das ist der Lauf der Volksmusik. Und wenn es so ist, habe ich mir gedacht, wenn es keine gemeinsame Tradition mehr gibt, dann kann ja jeder kommen. Ne? Und deshalb schreibe ich jetzt eigene Lieder. Das ist meine Geschichte und das ist mein Prompter. Es ist eine ganz frische Ware. Wir versuchen es einfach mal. Ne? Ach komm, ist ja live hier. Ja. Ist ja bloß live. Und zwar ist das ein Lied, das ist eigentlich ein Lied von meinen Eltern, die sind jetzt schon sehr alt, muss ich dazu sagen, und haben sich immer sehr viel Sorgen gemacht um mich. Ne? Wahrscheinlich zu Recht. Und ich habe einfach die Sorgen an meine Kinder jetzt weitergegeben. Ich habe die einfach weitergereicht, original. Und das ist jetzt das Lied. Junge, reist du in die weite Welt? Hab im Brustbeutel das Geld. Lädt dich ein Kannibale ein. Bleib beim Sie und geh früh heim. Ob Bagdad oder Babel, vergiss nie dein Ladekabel. Bist du beim Dschihad zu Besuch, schreib immer in das Gästebuch. Junge, wir machen uns Sorgen um dich, Sorgen, große Sorgen, Junge. Wir denken so oft an dich, täglich, melde dich und fährst du in den Irak, sag immer freundlich guten Tag. Höflichkeit kommt immer an, bei Muselfrau und Muselmann. Und sitzt du einmal im Knast, denk daran, du bist nur Gast. Sei bescheiden, halte Maß, dann fällst du niemandem zur Last. Junge, wir machen uns Sorgen um dich. Sorgen, große Sorgen, Junge. Wir denken so oft an dich, täglich. Melde dich und fährst du nach Bahrain. Reib dich mit Sonnencreme ein, ob Schiit oder Sunnit. Nimm keine Tramper mit. Junge, bei Flucht oder Asyl, bitte rauche nicht zu viel. Stehst du vor einem Krokodil, fasse dich kurz, red nicht so viel. Dasselbe gilt auch für den weißen Hai. Grüße kurz und schwimm vorbei. Stehst du barfuß im Vulkan, unsere Nummer hast du ja, Junge. Wir machen uns Sorgen um dich.
Sorgen, große Sorgen, Junge. Wir denken so oft an dich, täglich, melde dich. Dankeschön. So.